herzlich willkommen zurück zu Chains, zu dem Let's Test von Chains. Wie in der letzten Folge angekündigt, am Ende werde ich euch ein bisschen Hintergrundinfo zu diesem Spiel geben. Also das Spiel Chains, kann man erstmal anfangen, kostet auch in Steam, bei Steam 99 Cent, beziehungsweise 1 Euro. Und ich hab's, ich weiß gar nicht, wo ich es genau her hab, ich hatte so einen Geschenkgutschein bekommen, glaube ich. Und zwar von irgendwelchen, keine Ahnung, 2D-Puzzle-Spielen. Und weiß auch nicht, die habe ich bei irgendwas dabei gehabt, weil irgendwelche Karten zu einem Abzeichen verbunden und da hatte ich das dazu gekriegt. Und ich gucke ja immer, was die Spiele so können, die ich eventuell vergünstigt kriege, und da waren das Chains plus das letzte Mal gespielte Benzer DMZ dabei, plus glaube noch ein paar andere Spiele, so Minispiele mehr oder weniger, auch alle für 99 Cent in so einer Bundlebox, keine Ahnung, und war im Prinzip wieder ein Euro statt ein Dollar für ein paar Spiele. Ja, sonst alleine kostet es 99 Cent. Und ja, Metascore, falls euch sowas immer interessiert, hatte ich jetzt nicht gefunden, stand jetzt bei Steam nicht mit da. Der Entwickler war 2D Engine Games oder so, oder 2DEngine.com. Die haben noch ein paar andere Spiele gemacht, aber ob die wirklich bekannt sind, glaube ich nicht. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt nur sowas wie 8-Bit Commander gelesen oder keine Ahnung. 2D Engine und Framework heißen die. 2D Game Engine und Framework, genau. Ja, das Spiel kam 2008 raus, könnte man noch sagen, und der Publisher war Meridian 4. Die haben unter anderem so Spiele gepublished wie Bridge Constructor oder Frontline Tactics. Ich weiß nicht, hat man wahrscheinlich alles schon mal irgendwo gehört, aber jetzt sicherlich nicht sonderlich. Übrigens, ein kleines, was weiß ich, Trivia, könnte man fast sagen, zu nochmal Alpha Prime. Alpha Prime steht nämlich in der Liste von Meridian 4 auch da, deswegen kam ich wieder drauf. Ich hatte nämlich in der letzten Zeit mal die Liste der indizierten Spiele durchgeguckt, weil ich bei dem Spiel, bei einem Spiel aus meiner Steam-Bibliothek mir nicht sicher war, ob das indiziert ist oder nicht, oder ob das in Deutschland verkauft werden darf oder nicht, oder gezeigt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Was ich wahrscheinlich auch noch jetzt testen werde, also ich habe es für mich schon öfters mal gespielt, aber es ist eigentlich recht ein cooles Spiel, aber ich war mir da nicht mehr sicher, aber es war es nicht. Die Indizierung wurde abgelehnt, und da war unter anderem unterindizierte Spiele, was ich eigentlich sagen wollte, Alpha Prime mit dabei. Verwunderlich. Also nicht indiziert von gesperrt, sondern indiziert musste gekürzt werden, beziehungsweise geschnitten und nicht gekürzt. Ja, wollte ich nur noch mal erwähnt haben für alle, die das geguckt haben und das hier auch gucken. Verstehe ich nicht, was an dem Spiel unfassbar brutal sein soll. Wer weiß, wie es vorher war, vor der Kürzung, vielleicht war es ja da minimal besser, ich weiß es nicht. Ist ja nicht ganz gut weggekommen. Na gut, machen wir weiter mit Chains. Ich darf keinen verlieren, muss 300 geklärt haben. Ich weiß nicht, ab wann ich welche verliere. Das ist das, was ich bei dem Spiel noch nicht so wirklich verstanden habe. Wann, also das andere war sicherlich zeitabhängig. Aber das ist wahrscheinlich gewichtsabhängig. Ja. Aber so wirklich ein Ansatz, bis auf das das ist. Gut, man sieht schon. Okay.
da sein, damit es nicht schwer wird. Oder so ähnlich. Ja. Na. Und 300 müssen weg sein bis zum Ende. Also wie gesagt, in der Zwischenzeit kein Spoiler mehr. Wie der Name schon sagt. Ich muss ja sagen, so simpel wie das alles hier gemacht ist, ist es auf jeden Fall schon. Wie gesagt, für zwischendurch so als Handspiel zum Beispiel fände ich es auf jeden Fall echt cool. Es ist zwar an sich 20 Level relativ schnell geschafft. Aber ich muss halt sagen, mit einer Maus, das ist immer noch ein bisschen anders wie mit einem Touchscreen. Weil ich glaube, dass das schwerer ist, und wenn ja, ist es schon cool. So. So viel dazu. So viel zu meiner ersten Meinung. Oh mein Gott. Mein Gott. Das kann alles gar nicht aus, als ich mir das wünschen würde. Ja, Entschuldigung. Wie gesagt, wenn ich immer mal zwischenzeitig nicht rede, tut's mir leid. Das macht die Konzentration. Ich muss nämlich ehrlich sagen, selbst wenn ich andere Let's Player gucke und die failen ab und zu mal, ist das auf jeden Fall lustig. Aber jetzt nicht eine Stelle, die man dann halt 100.000 Mal macht, das weiß ich, wer ist. Deswegen muss ich sagen, versuche ich mich nur zu konzentrieren. Oh, da spielt jemand rum. Euch ein Level sich 200.000 mal anzusehen. Lass uns ein bisschen mal gucken. Ey, irgendwann ist es ja auch ein bisschen weniger spannend. Wobei ich ja sagen muss, dass er ja, weiß auch nicht, was ich jetzt sagen wollte. Ich hab's vergessen. Ich wusste euch, was mir gerade mal so aufgefallen ist, dass ich Blöcke wegmachen muss. Ich war mir gerade absolut unschlüssig, warum ich das hier eigentlich gerade mache. Also es sind ja keine Blöcke, es sind die Kreise. Ja. Puh. Puh, puh, puh. Ja, ich wollte nur noch mal kurz was gucken, deswegen war sicherlich für euch kurz die Musik weg, ist aber alles kein Problem. So, nächstes Level heißt Pyramide Clear All. Was heißt ein All? Fangen wir erstmal oben an. Alle 91 müssen weg, okay. Oh man, ich ahne schon jetzt, dass das auf jeden Fall nichts werden wird. Wie viel habe ich denn noch? 3 oder noch mal das zusammen. Gehört denn die auch? Ach, die werden zufällig irgendwie. Ich habe gerade übrigens
gleichzeitig auch gesehen, dass hier unten ein angezeigt wird, welche Farbe als nächstes kommt. Das war aber einfach. Ja, irgendwie, ich dachte, das wird jetzt schwieriger am Anfang. Aber das ist so mit zwei Farben eigentlich. Nächste Level, Cove, Angel, wie auch immer. Erstmal gegen Clear 300 bis Out Losing More Sin 3, sehe ich. Boah, die Mucke, ey. Das ist echt chillig. Nein. Also wenn. Das war nicht. Kommt her. Wussten Sie? Oh mein Gott. Nein, nicht gut, nicht gut. Nicht gut. Absolut, ganz und gar nicht gut. Wieso komme ich denn hier drüben? Nichts mehr dran. Oh mein Gott. Also wenn was... halt nicht hier runter. Ah, gut, ja. Nehmen wir die hier. Ja, das wird geil. Können wir erstmal alle wegmachen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann machen wir erstmal das hier. Oh, 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 und ich gut. Da ist ein paar viele Filme. Nicht nur, dass man hauptschnell sein muss, nein. Man muss doch absolut multitaskingfähig sein. Wahrscheinlich. Was ich hier bin. Ach. Ich komme halt da unten wieder nicht dran. So, jetzt. Wieso hält sich die linke Seite so vor und die rechte so behindert? Ja, war einfach. Easy. Nee,
Nee, was? Das wird schon ganz schön, schön anspruchsvoller. Ja, gut, so viel dazu. So viel zur dritten Folge von Chains. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem Fazit.